Mühlbecher, Walter, Geißler und Pankau hießen die Verteidiger, Körner, Fresdorf und Nöldner die Mittelfeldspieler und Frenzel, Erler und Vogel die Angreifer. Die Ungarn mit Gelay im Tor, Matrai, Mösche, Ihasch, István Nagy, Sipos, Antal Nagy, Béne, Albert, Rákosi und Farkas. So, nun viel Spaß beim Spiel DDR gegen Ungarn. Der Kommentator war damals Wolfgang Kempel. Dieter Erler hat die Seitenwahl gewonnen. Die Ungarn stoßen an. Die Spielfläche befindet sich in einem erstklassigen Zustand. Unter den 105.000 Zuschauern auch über 2.000 Schlachtenbummler aus Ungarn, die sich schon vor dem Spiel lautstark bemerkbar gemacht haben. Einwurf durch den großgewachsenen rechten ungarischen Verteidiger Matrai. Vogel. Leider bläst ein sehr, sehr scharfer und kalter Wind seitlich ins Stadion hinein. Wollen wir nur hoffen, dass er das Spiel nicht allzu ungünstig beeinflusst. Frenzel. Der Ball war leider schon im Aus. Das ist der linke ungarische Verteidiger Ihasch. Ich glaube, wir werden heute einige Male Mühe haben, den Schiedsrichterpfiff aus diesem Lärmkessel herauszuhören. Wir sitzen an unserem Monitor im Stadion ganz oben im Wolkenkuckucksheim über dem obersten Zuschauerrang. Einwurf durch Rákosi auf Farkas. Fresdorf, Frenzel. Wieder Fresdorf. Und nun Abstoß. Freistoß für Ungarn, beim Kopfball hatte Pankau die Hände zu Hilfe genommen. Sipos spielt den Ball auf Rákosi. Wie nicht anders zu erwarten, zunächst erst einmal ein nervöser Beginn. Das ist rechts außen Antal Nagy von Honvéd Budapest, geklärt von Vogel. Möglichkeit für Frenzel.
Freisdorf. Erler stand in Abseits. Albert gegen Pankow. Ich glaube, dieses Pärchen hat sich schon gefunden. Foul von Schiposch an Frenzel. Sofort gepfiffen. Diese Freistoßvariante hat selbst die ungarische Deckung erst einmal überrascht. Fünfte Spielminute. Benne. Dieser Mann ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Er hat Dynamit in beiden Beinen. Wieder Erler. Ja, das Spiel läuft weiter. Antal Nagy war nach dem Ball gegangen. Was Johansson auf der einen Seite durchgehen lässt, das muss er natürlich auch auf der anderen Seite durchgehen lassen. Freisdorf hat den Abseitspfiff verständlicherweise überhört. An diese gewaltige Zuschauerkulisse mit ihrer wirklich hörbaren Ausstrahlung müssen wir uns alle, glaube ich, erst ein wenig gewöhnen. Bene. Walter. Wir haben noch nie gegen Ungarn gewonnen. Wir haben auch noch nie in der bisherigen Geschichte unserer Länderspiele gegen Ungarn das Führungstor erzielt. Auch beim 3:3 unentschieden in Budapest lagen wir dreimal zurück. 0:1, 1:2 und 2:3 waren also immer auf der Verfolgungsjagd. Und ich wünsche mir tatsächlich heute einmal, dass unsere Mannschaft das Führungstor schießen möge. Ich glaube, Sie können diesen Wunsch verstehen. Körner. Geisler. Vogel. Nöldner. Wohin soll er spielen? Ja, das war gut. Erler. Körner Nachschussmöglichkeit, Handspiel von Rakoschi. Walter ist mit nach vorn gekommen, aber Nöldner läuft an. Na? Das gibt natürlich Stimmung.
Das war ein guter Freistoß von Walter aus 25 Meter Entfernung. Ich hoffe auch, dass es Selbstvertrauen und Sicherheit für unsere Spieler gibt. Die Anfangsphase, darin werden Sie mir sicherlich recht geben, war bisher nicht schlecht. 9. Minute. Albert. Von Freisdorf einwandfrei gebremst, aber Nöldner kam aus dem Abseits. Ja, er war nicht schnell genug zurückgekommen nach Ausführung des Eckstoßes. Schiposch. Rakoschi gegen Nöldner. Nöldner muss dranbleiben, das ist seine Aufgabe. Auch diese Aktion der Ungarn verdient unsere Anerkennung. Da war Albert mit dem Kopf noch in diese Flanke hineingelaufen, am Tor vorbei. Der Freistoß wird wahrscheinlich wiederholt werden. Der Freistoß muss wiederholt werden, und zwar dort, wo es Schiedsrichter Johansson will. Anton Notch, Achtung, Bene. Erler, Grenze. Na. Matrei. Und Erler übernimmt den Ball. Das ist eine Möglichkeit. Aber es steht niemand schussbereit. Ja. Achtung, Farkas ist schnell. Ja, und da hat Schiedsrichter Johansson gepfiffen. Wegen unerlaubten Sperrens von Mühlbecher. Wir kennen Farkas von Vasas Budapest. Sein Haupttrumpf ist die Schnelligkeit. Schiposch. Gut gemacht von Erler, auf Nöldner. Und immer noch Nöldner allein. Und die 14. Minute. Farkas. Bene sucht die freien Räume. Mühlbecher.
Söldner. Na. Da war noch ein Ungarn, diese Parade hineingespitzelt, sodass Erler den Ball nicht genau adressieren konnte. Gefährliches Spiel von Mühlbecher gegen Albert. Achtung, hier sind alle ungarischen Feldspieler in unserer Hälfte. Bene. Der Schuss kam von Farkas. Mühlbecher, Körner, ja, leider abseits. Gelay legt sich den Ball zum Abschlag zurecht. Irgendwie wirken die Ungarn leicht unter Druck und die DDR-Mannschaft bleibt am Ball. Vogel kann nach innen schwenken, schießt mit dem rechten Bein und Tor. Das hat getroffen, das hat gesessen. Die Stimmung im Stadion überwältigend. Ja, der Linksaußen, der kann es eben. Der kann es, der kann links unheimlich scharf schießen, aber auch rechts. Und Johansson, der schwedische Schiedsrichter, hat den Ball wieder freigegeben. Mann, was es für ein Tor war, das brauche ich Ihnen nicht noch einmal zu sagen. Das haben Sie gesehen. Mit dem rechten Fuß eine Rakete ins lange Eck. Da war Gelay geschlagen. 1:0. Und es ist das eingetreten, was ich mir gewünscht habe. Wir haben einmal das Führungstor, zum ersten Mal das Führungstor gegen die Ungarn erzielt. Gefährliches Spiel von Erler. Aber bei allem Riesenjubel wollen wir auf dem Teppich bleiben. Das Spiel ist erst 17 Minuten alt. Erler. Foulspiel schon abgepfiffen. Schon abgepfiffen. ...105.000 Zuschauer hier im Stadion wollen anscheinend gern Schiedsrichter spielen. Aber sie sollten zuerst einmal den schwedischen unparteiischen Johansson pfeifen lassen. Rakoschi. Istvanocz. Gefährlich, gefährlich, Albert. Bene. Eines, darüber sind wir uns vollkommen im Klaren, muss in unserer Abwehr hundertprozentig sitzen, wer wen zu decken hat, zu beschatten hat. Wenn es da Unstimmigkeiten geben sollte, das würden vor allen Dingen die kreuzgefährlichen Bene, Albert und Farkas sicherlich ausnutzen. Albert. Mühlbecher, Farkas, ja, er ist eindeutig schneller, der ungarische Linksaußen.
Geißler. Das Spielsystem der Ungarn birgt keine Überraschungen. Sipos spielt links neben Mesui den zweiten Stopper. Rakosi übernimmt mit István Nagy die Mittelfeldarbeit in der sogenannten Zweierreihe. Und vorn also die vier Spitzen, die vier Stürmer, Antal Nagy, Bene, Albert und Farkas, wobei auch Antal Nagy einen recht großen Aktionsradius hat. Unter den 105.000 Zuschauern, das darf ich ganz schnell auch noch sagen, als aufmerksamer Beobachter der österreichische Teamkapitän Eddie Frühwirth. Außerdem ist Österreich noch vertreten durch ein Fernsehteam, das spezielle Filmaufnahmen von diesem Spiel macht, die dann den österreichischen Nationalspielern vorgeführt werden. Wunderschöner verdeckter Außenrisspass von Erla. Ja, da hatte Matrai den Faden gerochen und das Loch zugemacht vor Vogel. István Nagy, Bene, Albert, noch einmal Bene. Und da war Mühlbecher mit dem Kopf dazwischen und Ecke. Mut bekommen und Nöldner. Ah, jetzt hat er sich verhaspelt. Der freie Raum. Ja, auch Nöldner kommt aus dem Abseits. Das machen die Ungarn sehr geschickt. Sie gehen dem ballführenden Gegner fast dann in geschlossener Linie ein, zwei Schritte entgegen und automatisch stehen die auf der Lauer liegenden DDR-Stürmer im Abseits. Farkas. Pankow. Bene im Abseits. Bene im Abseits, drüben ist die Fahne des Linienrichters hochgekommen. Knapp 25 Minuten sind gespielt. Wir führen also 1:0. Durch das Tor von Vogel in der 17. Minute erzielt. Messi hat Vogel auflaufen lassen. Freistoß für die DDR-Mannschaft. Das Handzeichen vom Schiedsrichter Johansson bedeutet indirekter Freistoß.
Albert, jetzt muss der Torwart raus. Das ist das... Ich glaube, das war die bisher größte Chance der Ungarn. Albert wollte es ganz sicher machen, wollte noch weigern umspielen, aber der Leipziger Torwart hat ganz offensichtlich wieder seine Glanzform von Wien mitgebracht. Trotzdem, Sie werden es auch zu Hause am Bildschirm gemerkt haben, seit unserer 1:0-Führung hat sich das Spielgeschehen etwas gewandelt. Die Ungarn sind weitaus offensiver geworden als in der ersten Phase des Spiels. Aber eine Möglichkeit für uns zum Kontern. Ihas. Ja, das hat es sich angebahnt. Dieser Durchmarsch von Albert war unwahrscheinlich und unaufhaltsam. 1:1 durch Benne in der 27. Minute. Pankau tritt diesen Freistoß. Kopfball von Freistoß. Albert. Freistoß. Der bisher weniger am Ball war. Ja. Das hatten die Ungarn natürlich spitz bekommen. Vogel. Nöldner gegen István Nagy. Und noch ein Ungar kommt. Und dann gibt es Ecke.
Körner bekam den Ball nicht schnell genug herunter und sein Knieschuss ging dann am Tor vorbei. Aber die Ecke von Vogel war ganz gefährlich getreten, mit dem linken Außenriss mit Effe. Schiposch. Körner, Erler, ja, er wird auch scharf gedeckt von István Nagy. Scharf gedeckt und auch gefoult, aber ich glaube, jetzt hat Erler selbst im Affekt noch zurückgetreten. Das sollte er nach Möglichkeit unterlassen. Das Vergehen von Nagy war gepfiffen. Pressdorf. Rakoschi gegen Nöldner. Ja, diese Rempler lässt Herr Johansson alle durchgehen. Wenn sie korrekt ausgeführt sind, dann kann sich der andere Spieler ruhig hinwerfen. Das durchschaut der schwedische Schiedsrichter sofort. Gut, den Ball gedeckt. Noch einmal Körner. Ah, das war Zentimetersache. Handspiel von Geisler. Achtung, Albert setzt wieder an. Wenn er nicht angegriffen wird, wird es ganz gefährlich. Na. Mit vereinten Kräften haben sie ihn gerade noch einmal zum Stehen bekommen. Pankow. Erler. Der Deckungsgürtel der Ungarn scheint undurchdringlich zu sein. Eine Viererreihe und davor eine Dreierreihe. István Nagy war mit der Sohle dazwischen gegangen. Gegen Erler Freistoß wird gespielt. Und wieder Albert. Und Bene.
Hand mit der Hand hat er mitgenommen, den Ball. Und Schiedsrichter Johansson hat es gesehen, aus einer ziemlich großen Entfernung. Rakuschi, Farkas. Abseitsposition von Bene. Handspiel von Sipos. 7 Minuten vor der Halbzeitpause. Mühlbecher versucht sich. Der war nicht schlecht. Der war nur knapp über das lange Eck hinweg. Sipos Freistoß. Das war gar nichts. Und so hat ja auch Johansson entschieden. Oh, aber das wird etwas oder kann etwas werden. Antal Nagy. István Nagy. Farkas. Leltner. Erler. Dresdorf. Jetzt riecht es brenzlig. Noch 4,5 Minuten bis zum Halbzeitpfiff. Und Matrai ist das, der rechte ungarische Verteidiger. Gefährliche Flanke. Weigang überflankt. Nun ist der Ball im Aus.
Das ist eine Möglichkeit für Frenzel, aber Schiposch ist auch schnell, ja. Schnell und hart. Aber korrekt hart. Albert. Körner lässt sein technisches Rüstzeug glänzen im Mittelfeld. Frenzel, er ist noch zu aufgeregt, lässt den Ball zu weit vom Fuß. Pankow. Und jetzt links weiter. Links steht vogelfrei. Körner sieht es nicht. Christoph. Nöldner. Und ein halbes Selbsttor der Ungarn auf diese raffinierte Flanke von Nöldner, der den Ball meisterhaft beherrscht. Ball war nicht im Aus. Der Linienrichter muss es entscheiden, er sieht es am besten. Noch einmal Nöldner. Ja. Mühlbecher. Und Nachschuss, Kopfball von Vogel. Wir haben noch einmal recht eindrucksvolle Schlussminuten in der ersten Halbzeit. Es sind noch 40 oder 50 Sekunden zu spielen. Pankow, Kopfball Vogel. Aber wir müssen bei jedem ungarischen Angriff aufpassen. Rakosi. Das ist der Halbzeitpfiff vom schwedischen unparteiischen Johansson, der das Spiel für meine Begriffe bisher korrekt geleitet hat. Die ersten 45 Minuten des Weltmeisterschaftsqualifikationsspiels sind vorüber. Hier haben Sie noch einmal das Resultat, schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. 1:1 unentschieden. Ich halte es für möglich, dass dieses Spiel nicht nur durch die bessere Kondition, sondern vor allen Dingen auch durch die größere Nervenstärke entschieden wird. Dass es nicht bis zum Schlusspfiff in diesem tatsächlich hohen und tollen Tempo weitergehen wird, wie in den ersten 45 Minuten. Ich glaube, das müssen wir einkalkulieren. Anstoß also jetzt zur zweiten Halbzeit durch unsere Mannschaft. 17 Uhr geht es wieder los. Beim Stande von 1:1 in der Weltmeisterschaftsqualifikation gegen Ungarn. Vogel, der Schütze des Tores, hier beim Einwurf. Geisler.
Vogel. Ja, da kam Frenzel zu spät aus dem Abseits. Aber dieser Kopfball von Geißler wäre wahrscheinlich auch so nicht mehr zu erreichen gewesen. Kleine Ringkampfeinlage zwischen István Nagy und Erler. Da der Ungar beim Ballbesitz geblieben ist, hat auch Johansson Vorteil spielen lassen. Farkas gegen Mühlbecher. Der Ungar hat eindeutige Schnelligkeitsvorteile. Gut gemacht von Erler. Geißler. Freistorf stürzt da hinein. Zu pfeifen für den Schiedsrichter gab es nichts. Erler. Vogel. Na, ich glaube, da hat Matrei doch ein wenig unten nachgeholfen. Der Einsatz unserer Spieler ist großartig. Da gibt es nichts dagegen zu sagen. Albert ist aufgebracht. Er ist von Pankow gefoult worden. Aber Schiedsrichter Johansson hat gepfiffen. Und ich glaube, er hat die richtige Art, um die erhitzten Gemüter auch verhältnismäßig schnell wieder zu beruhigen. Vogel. Ja, er ist schwer vom Ball zu trennen. Matrei hat seine liebe Mühe und Not mit Vogel. Was hat Johansson jetzt entschieden? Freistoß? Nein, Einwurf. Nöldner. Gilt jetzt das Spiel nicht aus den Händen zu lassen. Pankow. Freistorf.
allgemein Aufruf an die Spieler beider Mannschaften, jetzt wieder zu ihrer spielerischen Linie der ersten 45 Minuten zurückzufinden. Ich weiß natürlich, dass dieser Aufruf von mir nicht gehört wird, nicht gehört werden kann. Aber in diesem Stile sollte es nicht weitergehen. Rakoschi. Ja, jetzt hat aber Nöldner eindeutig gefoult. Das kenne ich nicht von dem Berliner. Das Spiel ist in eine schlechte Stimmungsphase geraten. Rakoschi. Farkas nicht im Abseits. Frenzel ist zu aufgeregt, hat seine Nervosität im ganzen Spiel noch nicht abstreifen können. Es ist ihm deswegen auch noch nichts Entscheidendes gelungen. Körner. Nöldner. Da war wieder ein Fuß von Rakoschi dazwischen. Deswegen kamen die Berliner ins Stolpern. Körner. Immer noch Körner. Und! Erler. Da kommt er. Na, ich glaube, er hat noch eine Ecke herausgeholt. Unsere Stürmer zerren unentwegt an den Ketten, aber sie haben es sehr, sehr schwer, weil auch die ungarischen Abwehrspieler eine bemerkenswerte Schnelligkeit haben. Tor, nein! Und Tor, nein! Der Kopfball von Vogel an die Unterkante der Latte. Und der Nachschuss von Frenzel gehalten. Albert. Gut gemacht von Frenzel. Es gibt einen indirekten Freistoß für unsere Mannschaft. Unmittelbar an der ungarischen Strafraumgrenze. Hoffentlich haben das unsere Spieler mitbekommen. Wenn dieser Ball jetzt direkt ins ungarische Tor hineingegangen wäre, hätte dieser Treffer nicht gezählt. Es war ein indirekter Freistoß. Schiedsrichter Johansson hat es durch Heben des rechten Armes
eindeutig angezeigt. Der Wind scheint sich etwas gedreht zu haben und bläst in den Rücken unserer Mannschaft, also auf das ungarische Tor zu. Denn man merkt es an den Kopfbällen, die unheimlich Fahrt haben von unseren Abwehrspielern. Albert. Nöldner. Ja, die Ungarn sind schnell auch im Ball zerstören. István Nagy. Das ist Weigangs Ball. Ja, jetzt hat es Foul umgekehrt gegeben. Jetzt hat Farkas Mühlbecher weggeschubst. Achtung, Achtung. Antal Nagy. Matrai. In diesem Augenblick war Bene schneller als der Ball. Noch einmal, Nöldner. Flanke kommt gefährlich. Achtung, Bene. Bene gegen Walter. Eckball. Im Augenblick steht überhaupt kein ungarischer Stürmer vor dem DDR-Tor. Grenze, da kommt er doch nicht durch, da kommt er doch nicht durch. Erler wird an der Seitenlinie noch gepflegt. Er ist anscheinend bei diesem Zusammenball mit Farkas dumm gefallen. Wollen wir nur hoffen, dass es nicht seine alte Verletzung ist am rechten Knie. Ja, mittlerweile sind 20 Minuten in dieser zweiten Halbzeit schon wieder gespielt. Eine Feldüberlegenheit unserer Mannschaft war nicht zu übersehen, aber es ist kein Tor bisher gefallen. Oh, Pankow. Wir spielen im Augenblick mit 10 Mann. Erler liegt immer noch an der Seitenlinie. Bene.
Erler ist wieder auf dem Spielfeld. Körner. Freisdorf. Im Augenblick ist unser rechter Flügel nicht besetzt. Freisdorf steht auch links. Wie können wir uns aus dieser Massierung herauslösen? Ein ungarischer Abwehrspieler hat mit dem Fuß noch den Ball berührt. Es gibt Eckball. Ecke kommt gefährlich von Nöldner. Matrei und Vogel jagt hinterher. Körner. Nöldner. Freisdorf, ja, ist ja schon zu nah am Tor und stand außerdem mit dem Rücken zum ungarischen Tor. Er hätte sich praktisch um 180 Grad drehen müssen, um den Ball direkt aufs Tor zu schießen. Wir drücken, unsere Abwehrspieler, Außenläufer rücken sogar ziemlich weit auf. Hoffentlich geht das nicht ins Auge. Das Spiel hat jetzt verblüffende Ähnlichkeit mit der Begegnung DDR gegen Ungarn im September 1963 im Berliner Walter-Ulbricht-Stadion. Als wir 0:1 zurücklagen, dann das 1:1 machten und dann in dieser zweiten Halbzeit klar überlegen spielten, dem 2:1 mehrfach nahe waren, aber 5 Minuten vor dem Schlusspfiff schoss Rákosi das 2:1 für Ungarn. Das war damals das Schlussresultat. Johansson hat nicht so entschieden, wie es die Ungarn dachten. Albert. Er kann immer dadurch, dass er etwas zurückhängend spielt, unbedrängt den Ball annehmen. Und dann ist er gefährlich, weil er sofort hohes Tempo annimmt. Ihn dann noch vom Ball zu trennen, das ist außerordentlich schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Wir haben es beim Ausgleichstor der Ungarn gesehen. Handspiel von Pankow war da dazwischen.
Also Freistoß für die Ungarn, Torentfernung 25 Meter. Schiposch. Donnerwetter, das war gefährlich. Und wieder eine Glanzparade von Weigang. Der Ball ist unterwegs, glaube ich, noch abgefälscht worden. Löldner. Sie haben es gehört, Eckball. Kapitän Erler. Farkas. Geisler. Nöldner hatte gestört. Er liefert heute ein erstaunliches Laufpensum und er spielt auch gut. Frenzel. Achtundzwanzigste Minute der zweiten Halbzeit. Eckball durch Vogel. Der Ball landete hinter dem Tor, wenn auch knapp. Mindestens 50.000 im Stadion haben geglaubt, es wäre ein Tor gewesen. Immer wieder Erler, das ist zu viel. Geisler ist aber da. Ja, obwohl das ganze Stadion pfeift, ich glaube, an dieser Entscheidung ist nichts auszusetzen, denn zuerst hatte Mühlbecher den Ungarn festgehalten, dann erst hatte der Ungar Mühlbecher festgehalten und hat sich dafür eine Ermahnung eingehandelt. Aber das erste Vergehen muss gepfiffen werden. Körner hält den Ball zu lang, aber geht, nein, es geht nicht gut, oder? Vogel. Die letzte Viertelstunde. Es ist bisher beim 1:1 geblieben. Albert, Achtung.
Schiposch tritt diesen Freistoß wieder. Na, Herr Johansson. Farkas. Achtung. Abseitsposition. Nanu. Das hatten wir Glück gehabt, dass Antal Notch auch keine Kraft mehr hatte. Erler. Frenzel. Da kommt er nicht mehr vorbei. Das gibt keine Ecke, sondern Abstoß. Da hat Antal Notch nachgetreten gegen Erler. Und Schiedsrichter Johansson hat es gesehen. Er notiert aber nur den ungarischen Rechtsaußen. Auf solche Delikte soll es schon Platzverweis gegeben haben. Na, Erler scheint zum Glück nicht schwer getroffen worden zu sein. Das ist Benne. Und der Ball war im Aus. Die letzten 10 Minuten, liebe Fußballfreunde zu Hause an den Bildschirmen. 1:1 unentschieden, die Partie zwischen Ungarn und der DDR vor 105.000 Zuschauern im Leipziger Zentralstadion. Aber jetzt hätte Johansson pfeifen müssen. Das war deutlich sichtbar. Frenzel war an Schiposch bereits vorbei im nach innen ziehen.
Und da hat der ungarische Abwehrspieler das Bein herausgestreckt. Es lässt doch die Kraft nach. Man merkt es an allen Aktionen ganz deutlich. Und man kann den Spielern keinen Vorwurf daraus machen. Denn sie haben alle das Letzte gegeben. Ja, das war gut von Freisdorf. Kreinzel. Die Ungarn arbeiten in der Abwehr auch mit Haken und Ösen. Achtung, 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 das ist gefährlich. Albert und Bene. Bene. Na, Geisler hat sich nicht ausspielen lassen. Vorwärts geht es wieder, durch Vogel. Schiposch. Gegen Matrei, aber der ist auch schnell. Foulspiel. Walter steht sehr gut gegen Bene. Der Ball war leider im Aus. Hat sich durchgesetzt, aber da kommt schon der nächste ungarische Abwehrspieler.
einmal Nölper. Fresdorf. Körner. Ja. Auch er führt den Ball jetzt entschieden zu lange. Das ist die ungarische Abwehr schon viel zu dicht gestaffelt, um da noch eine Möglichkeit zum Durchkommen zu erhalten. Frenzel. Johansson hat jetzt gepfiffen, oder nicht? Nein, nur ein Wurf. Noch 3 Minuten sind zu spielen. Vogel kann abziehen, er steht nicht abseits. Frenzel gegen Schiposch. Das war klasse gemacht von Benne auf Antal Nordsch. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt. Der Benne ist tatsächlich kreuzgefährlich. Freisdorf. Erler. Nein, es geht nichts mehr zusammen. Farkas. Da hatte Vogel geklärt, der auch ein enormes Laufpensum leistet. Leitner. Körner. Oh, schlechte Vorlage von Körner. Die letzte Minute des Spieles läuft. Wenn Schiedsrichter Johansson nicht 1 oder 2 Minuten nachspielen lässt. Ja, ich glaube, wir können uns auf den Abschlussgesang vorbereiten. Es wird sich jetzt nun doch nichts mehr ereignen. Die Ungarn haben das erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben nicht verloren in Leipzig. 1:1 unentschieden. Aber wir sollten dieses Spiel auch von unserer Warte aus betrachten. Unsere zweite Weltmeisterschaftsqualifikation abseitsposition von Frenzel nach dem 1:1 in Wien. Nun also auch hier ein 1:1 unentschieden gegen die Ungarn. Und wenn wir vielleicht auch auf einen Sieg gehofft haben, so sollten wir mit unserer Mannschaft nicht hadern. Denn jeder hat das Beste gegeben. Ich glaube, das war auch auf dem Bildschirm zu erkennen. Und wir sollten daran denken, dass wir vor 1,5 Jahren schon einmal in Budapest 3:3 unentschieden gespielt haben. Es ist noch nichts verloren. 1:1 unentschieden zwischen Ungarn und